Ich spreche heute so offen und eigentlich geheilt darüber, weil man kann es ja so sehen, ah, ich habe so viele traumatische Erlebnisse erleben müssen und ja, das kann ja nicht sein und jetzt habe ich wirklich ein schlimmes Leben und ein, ja, wie du sagst, einen schwierigen Start. Oder ich kann eben Kraft daraus schöpfen und schauen, was hat es mit mir gemacht, was hat es mich gelehrt. Und ich möchte so sagen, es musste geschehen. Bei mir musste es wirklich so geschehen. Menschen, die trotz Schicksalsschlag, Trauma oder schwerer Voraussetzung nie aufgegeben oder den Mut verloren haben. Was genau der Antrieb und die Kraft dieser Menschen war, das erzählen sie dir in dieser Videoserie. Herzlich willkommen zu Heldengeschichten, welche dir Mut, Zuversicht und Hoffnung bringen werden. Liebe Romy, schön, dass du da bist. Ich finde dich enorm faszinierend, denn wenn man dich nicht kennt, dann denkt man, du bist so wie die meisten, einfach so eine schöne Fassade gegen außen. Aber wenn man dich dann kennt, merkt man, hey, wow, sie ist wirklich komplett authentisch und echt. Und viele möchten eigentlich so sein wie du. Aber gell, du warst nicht immer so. Ja, also ich war nicht immer so. Ich habe eigentlich mein authentisches Sein sehr unterdrückt. Einfach aus Angst, wenn ich da aus wilde, authentische Person komme, dass das einfach eben nicht so angenommen wird, wie ich es empfinde. Also es gab dann auch oft Situationen, da wurde es so angesehen, ja, du möchtest doch einfach auffallen, du möchtest im Mittelpunkt stehen und so war ich einfach sehr oft alleine. Also Freundschaften, das gab es für mich fast nicht. Auf jeden Fall nicht echte Freundschaften, weil ich ja nicht echt sein konnte. Wenn du nicht authentisch sein darfst und nicht kannst und das keinen Platz hat, dann hast du auch nicht die richtigen Freunde und das fehlt halt, dann fühlst du dich einsam in einer Freundschaft. Ja, und ich habe einfach immer versucht, mich den Personen anzupassen. Habe ich zuerst die Energien aufgenommen und gespürt, was ich sehr stark habe. Und dann habe ich versucht, genau so zu sein, dass es für diese Energien passt. Also damit die Personen dann am Schluss wirklich sagen, die ist so sympathisch, ah, die ist so ruhig und wundervoll oder einfach positive Bestätigung von mir sagen. Also das war mir ganz, ganz wichtig. Ja, wenn ich dann mal ich selber war, wenn ich mir dieses Vorrecht genommen habe, dann spürte ich einfach Ablehnung. Ja, das hatte keinen Platz, weil ja, es wurde dann sehr schnell einfach auffallend und ja, ich musste mich immer zurücknehmen, sagen wir es so. Schon krass, eben das innere Licht unterdrückt. Und du hast dich dann versucht, zu jemandem zu machen, der du eigentlich nicht bist, nur damit du dazugehörst, obwohl man, wenn man dich kennt, dann möchte man gerne mit dir zusammen sein. Das ist ja das Krasse, du hast dich verstellt. Eigentlich hättest du das nie machen müssen. Wie ist es jetzt im Nachhinein, wenn du zurückdenkst, was hättest du anders gemacht? Oder musstest du einfach diesen Weg quasi gehen? Weil du hattest auch einen schweren Start in deinem Leben, gell? Und wo manche, also ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. Also viele Menschen, die hätten mit so einem Start, die schaffen es heute noch nicht, da rauszukommen. Aber du hast es geschafft und ich finde es sehr beeindruckend und vielleicht magst du erzählen, was dir die Kraft gegeben hat, dass du ja so authentisch wurdest, so starke Frau, wie du heute bist. Ja, also ich bin ein sehr geselliger Mensch. Ich bin auch sehr gerne alleine, das ist schon so, aber ich brauche einfach Menschen um mich. Ich brauche die Nähe und die Zärtlichkeit und alles und das habe ich einfach vermisst und überall gesucht. Also wie du sagst, es kann wirklich so sein, dass ich diesen Weg gebraucht habe, diesen schwierigen Start gebraucht habe, um mich selbst zu finden. Also ich war wirklich bei den Punks mit rosaroten Haaren
und verrissenen Jeans und habe alles über die Punks gelernt, wie die leben und wie man da so sich verhält. Und ja, das, diese Eigenschaft passt dann nicht mehr. Da musst du so reden und so sein. Und habe mich da voll in die Punk-Szene eingelebt. So. Und dann spürte ich auch, ja, das ist nicht so wirklich mein Ding. Also ich spürte, das bin nicht ich. Das ist einfach eine Suche. Und so habe ich diverse Szenen besucht und ein bisschen gelebt und ja, einfach immer nur auf der Suche nach mich, nach meinem wahren Selbst. Wer bin ich? Wo fühle ich mich richtig? Mich selbst. Und ich habe mich dabei verloren und bin dann in eine Drogensucht gekommen. Also das hat sehr, sehr früh angefangen und ist dann sehr weit gegangen, weil mir diese Gefühle einfach, ja, diese Bestätigung gegeben haben, wonach ich mich gesehnt habe. Diese Ruhe, dieses, ja, Dazugehören und das ist alles gut, wie es ist. Irgendwie dachte ich da auch, das sind echte Freunde. Ja, und ich war da mittendrin und wollte da eigentlich dann ausbrechen, aber wusste nicht, wie. Also wie kommst du auch so einem Schlamassel eigentlich wieder raus, wenn du Substanzen brauchst, damit du dich gut fühlst? Gleichzeitig weißt du, wenn ich mich davon trenne, habe ich keine Freunde mehr, bin wieder alleine da mit all meinen Gefühlen, diesen Alltagsreizen und diesen starken Energien, die ich fühle. Wie kann ich das denn schaffen? Wie kann ich das verarbeiten? Und ich habe mich dann wirklich entschieden, mein Leben zu beenden. Da war ich 16 Jahre alt und habe wirklich gedacht, ja, ich glaube einfach, ich gehöre nicht auf diese Welt. Wahrscheinlich gehöre ich woanders hin, aber nicht hierhin. Und das bedeutete für mich, dass ich hier gehen muss. Ja, und das waren dann diverse Erlebnisse, schwere Erlebnisse und auch Selbstverletzungen und alles Mögliche. Aber eigentlich heutzutage, wenn ich zurückblicke, waren das einfach Hilfeschreie. Hey, meine Seele möchte gehört werden und die wurde so oft einfach überdeckt und durfte sich nicht melden. Ja, und dann habe ich mich eigentlich selbst entschieden, einen Entzug zu machen und bin in eine Klinik gekommen, in eine geschlossene Klinik, damit eigentlich die Gefahr nicht besteht, dass ich mein Vorhaben wirklich ausführe. Und so in dieser Zeit wurde ich dann schwanger. Also ich habe dann mein Lebensretter, sage ich ihm, also er hat mir wirklich, die Schwangerschaft hat mir wirklich das Leben gerettet dazumals. Also ich war 17 Jahre alt und von außen hieß es unbedingt abtreiben, das schaffst du nicht in deinem Zustand und das Kind ist wahrscheinlich krank und ja, und ich habe wirklich für das Kind gekämpft. Und das Kind hat für mich gekämpft, das habe ich gespürt, dass wir da eine ganz starke Verbindung haben. Ich habe wirklich die Tage mit dem Kind verbracht, Tagebücher geschrieben, Gedichte geschrieben und konnte dann ganz schnell entlassen werden aus der Klinik und habe wirklich von dem Moment an nie wieder irgendwas angerührt von irgendeiner Substanz. Also ich musste nicht mal wirklich einen Entzug durchmachen. Ich brauchte keine Therapie mehr. Das war wirklich, ich hatte eine Aufgabe. Einfach etwas, wofür ich es zu kämpfen lohnt, oder? Genau, das war so ein bisschen der Wendepunkt. Was dann ganz, das traumatische Erlebnis kam dann eigentlich, als mein ältester Sohn 2 Jahre alt war. Da war ich mit ihm zu Hause, habe alles aufgebaut, was man so braucht zu Hause, von ja, diversen Haushaltsartikeln und Möbel und alles. Einfach, es war natürlich schwierig in diesem Alter, ohne Lehre, ohne Arbeit, aus einer schwierigen Situation wirst du plötzlich Mami und
hast die Verantwortung. Und dann haben wir einen sehr schweren Wohnungsbrand durchlitten. Also da war er wieder mein Held. Er war wieder der Lebensretter, weil er hat mich geweckt. Also er ist wirklich mit 2,5 Jahren zu mir ins Zimmer gekommen und hat gesagt, Mami, da gibt es ein großes Feuer, schnell komm. Und als ich aufgewacht bin, stand eigentlich schon die ganze Wohnung unter Flammen und Rauch. Und ich habe dann irgendwie noch versucht, die Flammen zu löschen mit Wasserkannen und irgendwas, aber ich habe es nicht mehr geschafft. Und so in der Panik bin ich nicht rausgerannt, sondern ich bin rauf, also die Treppen hoch zu der Nachbarin und habe dann dort gesagt, wir müssen der Feuerwehr anrufen. Ich habe natürlich in diesem ganzen Rauch und Feuer unten in meiner Wohnung das Telefon schon nicht mehr gefunden. So bin ich zu ihr rauf, weil ich hatte nur im Kopf, ich muss anrufen. Eigentlich sollte ich ja rausgehen und allen klingeln, sofort raus. Aber so, ja, wenn du so in einer Situation bist, dann ja, ist es einfach ganz schwierig. Ja, und wir kamen dann nicht mehr raus, also ich und mein Sohn. Wir waren dann einfach dort eingesperrt, weil das Feuer kam das Treppenhaus hinauf. Und es kam auch, ist eine Altbauwohnung, das kam dann von unten hoch, es drückte sich hoch. Und das war wirklich ein sehr, sehr traumatisches Erlebnis. Wie man da um sein Leben kämpft und um das Leben des Kindes, wenn du nicht mehr mal atmen, also Luft holen kannst, um zu husten, das war wirklich schlimm. Ja, und die Tage dann im Spital, wird dir bewusst, gut, jetzt habe ich wirklich gar nichts mehr, außer meinen wundervollen Sohn. Also nichts mehr. Freunde hatte ich ja auch nicht mehr, weil ich habe mich ja diesen ganzen Szenen abgewandt. Ich hatte zum Glück noch meine Familie. Da habe ich eine wundervolle Mutter. Das ist wirklich ein Engel auf Erden, die mich da wirklich auch durchgetragen hat und durchgebetet hat für mich. Und das war eigentlich der große Wendepunkt. Dieser Wohnungsbrand, ich spreche heute so offen und eigentlich geheilt darüber, weil man kann es ja so sehen, ich habe so viele traumatische Erlebnisse erleben müssen und ja, das kann ja nicht sein und jetzt habe ich wirklich ein schlimmes Leben und einen schwierigen Start. Oder ich kann eben Kraft daraus schöpfen und schauen, was hat es mit mir gemacht, was hat es mich gelernt. Und ich möchte so sagen, es musste geschehen. Bei mir musste es wirklich so geschehen, weil ich war dann so alleine mit dem Kind. Ich wollte irgendwie wieder dazugehören und so langsam kam ich wieder in diese schlechten Szenen rein. Genauso kurz vor dem Wohnungsbrand. Und dann ist da wirklich meinem Sohn und mir gar nichts passiert, außer einer schweren Rauchvergiftung. Sind wir wirklich, ja, gesund und konnten so viel davon lernen jetzt und mitnehmen. Wahnsinn. Vielen Dank für deine Erzählung, dass du so offen bist und so offen darüber sprichst. Und es kommt schon so rüber, als war da wirklich eine Botschaft vom Himmel quasi, wo hier dich wirklich wachgerüttelt hat. Weil für mich, also das kann ich nur sagen, weil ich dich kenne, für mich bist du ein Engel auf Erden. Und ich glaube, es war einfach Zeit, dass du das selber auch verstanden hast, oder? Dass du da wirklich wachgerüttelt wurdest, zweimal so zum Sagen, hey, du hast eine andere Aufgabe hier auf der Welt. Es berührt mich, was du da sagst. Ja, also von Engel und Gott und dem Ganzen wollte ich eigentlich gar nichts wissen. Ich habe mich ganz bewusst davon abgewandt, weil für mich war wirklich das ganze Religiöse schuld
an so vielen Streitereien und Kriegen und ja, diese Missbräuche in den Kirchen und diese Gesetze. Und ich bin ja so aufgewachsen, wir gingen jeden Sonntag in die Kirche und ich habe einfach schon von klein auf gemerkt, ich werde nicht dazugehören, weil ich bin viel zu wild und viel zu, ich weiß nicht, es hieß halt auch immer typisch Romy. Also die ist einfach vielleicht nicht so wie die anderen, ein bisschen anders, hat es immer geheißen, ja genau. Und ich wusste, wenn dann diese Geschichte stimmt und dieser Jesus wiederkommt und all seine Liebsten mit sich nimmt, dann flutsche ich da so durch. Also dann macht er so. Und da, und die Romy ist dazwischen gefahren. Also, und für mich war das eigentlich auch eine Bestätigung, dass es diesen Gott gar nicht geben kann, wenn man so viel Schwieriges im Leben durchmachen muss. Wir haben ja all die Geschichten nur so angekratzt jetzt. Es sind wirklich viele Geschichten, viele Erlebnisse. Und wenn du da noch glauben kannst, dass es einen Gott gibt, der dich liebt und der dich schützt und das Beste für dich will, dann sagst du nur, hallo, träum weiter. Also vielleicht in deinem Leben, aber nicht bei mir. So ist es eigentlich auch gekommen, dass ich nach dem Spitalaufenthalt, nach dem Wohnungsbrand, hat mich eine Familie sehr aufgepäppelt. Also sie hat wirklich im ganzen Dorf für uns Kleider gesammelt, Spielwaren und einfach das Nötigste. Und dann hat sie mir so einen Flyer gegeben und gefragt, kennst du Jesus? Und ich habe gesagt, wieso jetzt? Jetzt, wo es mir so schlecht geht, kommst du noch mit dem, der eigentlich wie schuld ist am Ganzen oder der einfach mich vergessen hat, einen Moment nicht hingeschaut. Und da ist eigentlich auch dieser große Wendepunkt passiert, weil ich gemerkt habe, das ist einfach ein Gott, der alles andere ist als Religion und Gesetze und du musst noch und du solltest noch. Und wie kann ich ihm die Schuld geben, wenn ich ihn nicht mal einbezogen habe? Wenn ich ihn nicht gefragt habe oder in meinen Entscheidungen einbezogen habe, aber wenn ich dann ein Erlebnis habe oder eine Konsequenz tragen muss, dann soll er schuld sein. Und so habe ich dann eigentlich mit ihm angefangen, weil ich hatte ja nichts mehr. Ich habe gesagt, ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Und dieser Gott ist wirklich jeden Tag an meine Türe gekommen und hat geklopft. Ich möchte dir was sagen. Ich möchte dir was zeigen. Ich möchte dir ein Gefühl geben. Jetzt musst du nicht mehr. Du musst nicht mehr leisten, gut sein. Du musst nichts mehr erreichen. Und aus eigenen Kräften irgendwie schaffen und stark sein. Deine Weisheit kommt nicht mehr von dir. Ich möchte das für dich. Einfach ich habe angefangen, ihn einzubeziehen in meinen Alltag, in sogar was ich koche. Und ich habe einfach ihn wirklich einbezogen und habe so eine liebevolle Beziehung aufgebaut, die mich bis heute einfach begleitet. Und das ist natürlich das größte Geschenk, was ich bekommen habe durch all diese Schicksalsschläge, dass ich eine so starke göttliche Kraft jeden Tag erfahre seither. Ja, und ich finde es schön, eben Kirche und so ist alles so schwer, aber eben du lebst diese Schwere nicht, du hast es ganz anders kennengelernt jetzt mit Gott. Das ist nicht diese Schwere, oder? Es ist nicht dieses... Ja, es sollte ja eigentlich einem gut tun und alles, was schwer ist, ja, das kann ja nicht sein, oder? Und du hast ja auch so eine krasse Verbindung, dass du eben, also eben diese Spiritualität, wo wir herausgefunden haben, dass auch du siehst, dass auch du empfindest, dass auch du connected bist, eben weil viele haben immer nur das Gefühl, ja, man betet, aber eben dieses Sehen, das gehört ja auch dazu. Man ist dann wirklich ein Teil davon, es lebt in einem selbst, gell? Das sind dann zwei Welten, wo man integrieren darf.
Ja, ich denke eben, gerade weil ich mich so auf Gott eingelassen habe, weil ich so sehr einen liebenden Vater gesucht habe, der jetzt für mich stark ist, der jetzt den Weg für mich geht und ich einfach so hinten nachwatscheln kann und endlich meine Berufung erkennen kann, kann er mich auch brauchen. Wenn ich nicht komme und sage, hey, ich bin Pastor und ich habe das und das in meinem Leben schon gemacht für dich. Ich gehe jeden Tag ins Altersheim und tue was Gutes. Oder weißt du, wenn ich nicht mit eigenen Leistungen komme, sondern einfach sage, hier bin ich, wie ich bin, mit all meinen Fehlern, ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Erlösung und alles, was du in mir bist, dann kann er mich gebrauchen. Dann bin ich eben als Werkzeug unterwegs. Und so schenkt er mir eigentlich auch sehr oft Visionen, also innerliche, geistliche Bilder für Menschen, aber auch für mich und für mein Leben. Oder er spricht auch direkt zu mir. Das ist wirklich tief im Inneren eine Stimme. Das ist einfach so ganz klar, dass du weißt, okay, das war er jetzt. Er spricht natürlich auch durch sein Wort, durch die Bibel. Ich jetzt übrigens ganz anders lese als früher. Früher gar nichts verstanden damit. Und er spricht durch Menschen oder durch ein schönes Lied oder so. Also ja, das ist eine ganz andere Verbindung zu diesem Gott, als ich früher kannte. Immer dieser Leistungsdruck und diese Schwere, wie du sagst. Dieses Nicht-Genügen. Das ist einfach nicht der wahre Gott. Das ist nicht das wahre Evangelium, oder? Das wahre Evangelium ist ja wirklich, du bist geliebt, du bist bewahrt, beschützt und du hast einen Auftrag, eine Berufung. Du bist so individuell geschaffen, weil du eben individuell sein sollst. Also Gott ist wirklich für authentische Menschen. Schön. Ja. Ja, das ist sehr schön, wenn man das so hört. Und vor allem, du bist ja auch so offen, dass du jedem seinen Weg lässt. Das finde ich auch so wundervoll. Aber sag mal, du hast gesagt, eben, dass du jetzt das lebst. Eben, das ist jetzt ein großer Teil. Aber du machst ja noch was anderes. Also du bist ein Kanal, oder? Für das Göttliche. Aber du hast ja auch eine super Unterstützung und hast da auch eine Selbstständigkeit aufgebaut. Magst du uns mal erzählen, was du heute machst? Ja, ich habe vor 2,5 Jahren ätherische Öle kennengelernt und habe gespürt, dass da in diesem Öltropfen etwas drin ist, was einfach viel mehr ist als nur ein Duft. Also wirklich diese Kraft aus der Natur in einem Tropfen gemacht und ja, so wundervoll gemacht von unserem Schöpfer, also von diesem Gott, wo ich ja diese Beziehung habe, der hat diese wundervollen Pflanzen geschaffen. Und dieses ätherische Öl kommt aus diesen Pflanzen. Und Gott möchte ja, dass es uns gut geht. Und er hat da auch für uns eine Hilfe geschaffen, also eine Verbindungsmöglichkeit. Es ist für mich nicht einfach das Öl, das mich heilt, sondern es ist für mich eine unterstützende Kraft, die ja von ihm kommt, die in diesen Tropfen ist, weil er ist ja der Schöpfer davon. Also das Öl kann nicht mehr Kraft haben als der Schöpfer. Aber das in Kombination, das ist so wahnsinnig, dass ich vor 2,5 Jahren wirklich komplett alles, also gar nichts mehr gebraucht habe. Ich habe ja noch medikamentöse Unterstützung gebraucht. Einfach, wenn du mal schwierige, also harte Substanz genommen hast und auf diesem Weg immer stark sein musstest, dann ist das ganz schwierig, ohne Medikamente das Leben zu meistern. Und so habe ich eigentlich noch eine 13-jährige Medikamentensucht aufgebaut. Die konnte ich aber vor 2,5 Jahren wirklich beenden, einfach aus dieser Kraft der Natur und natürlich aus der Ursprungskraft von unserem Schöpfer. Also das ist wundervoll, es hat mich so fasziniert und in so vielen Lebensbereichen
unterstützt, dass ich einfach gewusst habe, ich brauche diese Tropfen. Ich brauche diese Kraft in meinem Leben und ich habe für jeden Moment das passende Öl. Es ist unbeschreiblich, man muss das einfach erlebt haben. Genau. Und ja, und so habe ich eigentlich angefangen, diese Wundertropfen zu teilen. Ich habe ja das ganz tief in mir, anderen Menschen zuzuhören und zu helfen. Und ja, das, also ich liebe das einfach, wenn Menschen ihr Herz öffnen und ich darf dann für sie beten und Gott gibt mir vielleicht eine Vision für die Menschen oder möchte durch mich etwas sagen. Und wenn ich das verbinden kann mit diesen Wundertropfen und das so einen krassen Unterschied gibt, wie tiefgehend dann die Gespräche und die Empfindungen sind, dann kannst du einfach nicht mehr anders, als das zu teilen. Mhm. Und da entdeckte ich halt die Möglichkeit, dass du da wirklich eine Selbstständigkeit aufbauen kannst. Dass, wenn man die Öle teilt und das wirklich von ganzem Herzen macht, diese Herzensverbindungen mit den Menschen, dann kannst du da ein super gutes, selbstständiges Business aufbauen. Das nicht nur Business ist, sondern das ist eine Berufung. Also für mich, ich kann meine Berufung und mein Herzenswunsch in meinem Business ausleben. Das ist so, genau, das ist so wundervoll. Ja, für mich ist es ja auch mittlerweile das zweite Standbein. Du hast mich ja auch angesprochen mit diesen Ölen und was mir nicht so gut ging, also wo ich emotional wieder überfordert war von der Welt. Und das gibt ja einem auch so eine emotionale Kraft. Und eben das in die Berufung einzubeten, was ich ja auch gemacht habe, eben wenn jemand da ist, darf ich noch was mitgeben, zum sagen, hey, komm hier, nimm das Öl mit, das unterstützt dich. Eben, es ist so extrem, auf die Emotionalität geht es auch, gell? Wo ein Geborgenheitsgefühl, Selbstliebe, all diese Emotionen, wo wir eigentlich suchen, dass wir da noch ein Öl haben, das wir auftragen dürfen und so ja, uns unterstützt, das ist wirklich, also ich liebe es. Ja, man kann es fast nicht anders, gell? Mhm. Ja, weil es gibt so viele Dinge, aber wenn man dann, ich war auch am Anfang, hast du mir das gegeben und ich weiß noch ganz genau, welches Öl du mir gegeben hast, das war Elevation, so ein kleines. Ja. Ich dachte, ja, tue mir das mal drauf und so. Und es hat so viel bewirkt. Also ich war da wirklich energetisch plötzlich viel höher schwingend. Also ich habe mich gleich besser gefühlt. Und da dachte ich mir, okay. Und da ist was dran. Und es wird wirklich ja, zu einem Lifestyle. Mhm. Schön. Und du kochst ja damit. Also du integrierst das in alles, gell? Ja, genau. In die Kosmetikpflege, in die Putzmittel, Reinigungsmittel allgemein, in der Küche sind sie täglich, also verwende ich sie täglich. Ja, die begleiten einfach mich den ganzen Tag. Das ist wirklich eine so starke, vielseitige Kraft aus der Natur. Ich könnte nicht mehr ohne, ich kann sie nicht mehr wegdenken. Ja, und ich denke, da hat einfach Gott auch einen Kanal geschaffen, das einfach. Ja, er ist ja so individuell. Also es ist eine Möglichkeit, um Heilung zu schaffen. So wie wenn wir Hand auflegen und jemandem Heilung zusprechen und das wirklich proklamieren, es ist ja nicht die Hand, die heilt. Es ist ja wirklich die Kraft, die durch uns geht. So ist es auch das Öl. Also es macht einfach was mit einem. Und wenn man da nicht offen ist, das kann auch sein, dass man es ablehnt, dass man wirklich sagt, oh nein, oh, das ist gar nichts für mich. Und weil es kann schon sein, dass es einfach direkt eine Berührung gibt. Also das macht es einfach automatisch und das ertragen nicht alle Menschen, weil es einfach etwas mit uns macht. Es ist nicht einfach nur ein Duft wie aus dem Supermarkt oder aus dem Kerzenladen, der keine Synergien in den Tropfen hat, in den Düften hat. Also da passiert wirklich was ganz Spezielles. Darum verschenke ich auch so viele Öle, weil ich einfach sage, die Menschen müssen Erfahrungen machen und
dann wissen sie, wovon ich spreche, genau. Ja, und was du gesagt hast, von wegen, ja, manche Düfte, also das habe ich manchmal auch so, dass ich irgendeinen Duft gerade nicht mehr ertrage, aber ich weiß eben, dass das genau der Duft ist, den ich gerade brauche. Und Ja. mache ich ihn extra gerade drauf, weil ich denke, okay, wenn ich den ablehne, dann aus einem guten Grund. Und es geht etwa 5 Minuten und dann mag ich ihn. Und dann merke Ja. ich genau, aha, genau das habe ich jetzt gebraucht. Ja. Nein, du bist auch eine Person, du öffnest dich dann schnell. Du sagst, okay, ich mag es nicht, ich brauche es. Also da gibt es noch emotionale Schichten, die noch einfach geöffnet und geheilt werden müssen. Deswegen mache ich das jetzt und nehme das an. Ich nehme auch das Gefühl an, das da kommt, oder? Weil die Düfte sind ja direkt mit unserem limbischen System verbunden und es gibt sofort Erinnerungen und sofort Emotionen und das wiederum löst ja sofort körperliche Symptome aus. Angst, Ekel oder Herzrasen, irgendwas, Emotionen lösen ja was aus. Und sehr oft hat man zu einem Duft einfach eine Erinnerung und da kommt eine Emotion. Und wenn du dann dich so schnell öffnest, da kann natürlich Heilung schnell geschehen. Das ist, weil du auf dieser Ebene, sorry, weil du auf dieser Ebene halt auch sehr offen bist. Aber das sind ja nicht alle Menschen. Sehr viele Menschen haben wirklich ihren Geist verschlossen und leben einfach, ja, sie möchten das nicht so zulassen. Und wenn da was reinkommt, das eben diese Punkte berührt, dann kann das eben auch unangenehm sein. Also es können wirklich zuerst unangenehme Gefühle hochkommen, die man dann eben da man hinschauen sollte und das aufdecken und dann liebevoll einfach dem Göttlichen abgeben und sagen, du bist der, der die Herzen heilt. Also es ist wirklich auch so geschrieben und ich gebe dir das ab und es darf jetzt Heilung geschehen. Und deswegen passiert es bei dir auch so schnell. Also je offener man ist und je mehr man das wirklich auch zulässt, desto schneller geht das. Ja, und du hast gesagt, Heilung. Man muss ja immer aufpassen, dass man nicht zu fest über Heilung spricht, gell? Aber ich darf ja meine Erfahrung teilen. Und von daher, das möchte ich auch, das finde ich ganz wichtig, weil ich hatte ja oder habe immer noch Fibromyalgie, was ja eigentlich eine unheilbare Krankheit ist. Und auch da gibt es ein Öl, was du mich darauf aufmerksam gemacht hast, wo ich mir wirklich aufs Nervensystem alle Schmerzen nimmt. Und das ist wirklich, ich finde, das ist etwas, das muss man einfach sagen. Es ist unglaublich und eben, ich lebe auch jeden Tag mit diesen Ölen und die darf man mir nicht mehr wegnehmen. Ja, also ich finde es wirklich schön. Ich finde, das muss man auch mal noch sagen. Genau. Ja, du hast ja eigentlich die körperlichen Symptome, weil da, also sehr oft entstehen ja körperliche Symptome einfach als letzter Schrei von ungehörten Emotionen. Die unterdrücken wir ja täglich. Wir müssen ja funktionieren, wir müssen gefallen, wir müssen anpassen, wir müssen arbeiten. Was müssen wir eigentlich alles? Mhm. Und wie wenig dürfen wir? Und wie wenig, ja, wollen wir? Also es ist wirklich, es passiert auch mit diesen Ölen eine Lebensveränderung, dass du auch merkst, was will ich noch? Was will ich nicht mehr? Wo ist mein Weg? Was ist meine Berufung? Und das passiert automatisch. Da musst du gar nicht viel machen. Einfach diese Öle im Alltag anwenden und das geschieht fast wie von selbst. Also du musst sich da ein bisschen öffnen und dann passiert das. Ja. Ja, und eigentlich, weißt du, diese Krankheiten, was ich ja immer sage, es ist eigentlich nichts negativ, sondern es ist eigentlich die Seele, die dir sagen will, hey, hör mal zu, eben wie bei dir, du hast ja auch, wurdest durchgeschüttet, dass du zuhörst. Und bei mir war ja eben diese Fibromyalgie, wo ich genau merke, wenn ich meine Seele zuhöre, wenn ich das lebe, wofür ich auf dieser Welt bin, um Menschen zu helfen, dann geht es mir blendend. Aber wenn ich mich da in diese Gesellschaft reinziehen lasse, wie momentan sowieso schwierig ist mit unserem C-Thema, da merkt man schon, dann kommen diese Schmerzen wieder, wo ich merke, aufpassen da. Und da nehme ich dann diese Öle und innerhalb Minuten keine Schmerzen mehr. Also ich finde das wirklich, diese Kombination zwischen seelisch zuhören, eben seine Berufung leben, eben als Kanal sich verbinden und
Und eben diese Öl als Unterstützung, das ist wirklich eine Kombi, also die ist unschlagbar. Genau, ja. Ja, ich habe gemerkt, dass das meine Berufung ist, dass das nicht nur ein Hobby ist oder was ich gern mache, sondern es ist eine Berufung. Und wenn du in deiner Berufung leben kannst, was, da brauchst du keinen Feierabend, du brauchst keine Ferien, kein Weekend, das kennst du ja auch. Andere denken, ja, du bist so viel am Arbeiten und du denkst, nein, ich bin so viel in meiner Freizeit. Also ich bin einfach total erfüllt von dem und es ist ein Riesengeschenk. Also, ja. Ja, und es ist auch eine Hilfe, wenn jetzt momentan, wo alles zerbröckelt, wo man Angst haben muss um seinen Job, ist ja das auch etwas, was man aufbauen kann und so finanziell frei werden kann, auch nicht mehr von der Gesellschaft abhängig ist. Ja. Genau, ja. Schön, ich habe dich vorhin unterbrochen, Entschuldigung, wolltest du noch was sagen? Nein. Alles gut. Du hast noch gesagt, von wegen, deshalb verschenkst du so viele Öle. Mhm. Und ich denke, das müssen wir auch noch sagen, weil du hast ja da ein Ölprobepaket, was du verschenkst, so riesig, so großzügig, dass man wirklich mal da in Berührung kommt mit dem Workbook. Magst du davon auch noch was erzählen? Ja, vielleicht möchte ich da ganz kurz ein bisschen ausholen. Und zwar wusste ich ja nicht, dass du da für mich eine so große Unterstützung bist. Ich habe dich ja nicht richtig gekannt und habe dir einfach so mein Herz geöffnet und gesagt, was mein Weg ist. Und dann hast du mich da sofort unter die Arme gegriffen und gesagt, ich unterstütze dich, wir gehen deinen Weg. Du hast ein Blatt hervorgenommen, einen Stift und einfach mal aufgeschrieben und auf so eine Art. Ein Glas Wein? Ja. Nein, das war ein Aperol. Ja, genau. Hast du mich einfach wirklich aufgefangen, weil es war wirklich eine Zeit, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte das an die Leute wirklich weitergeben, ich möchte das öffentlich bringen, in die Öffentlichkeit bringen, aber ich weiß nicht wie. Und da bist du eben auch in mein Leben gekommen, wirklich als Geschenk. Ja. Du weißt wie und du weißt wann was sagen, dass man einfach gar nicht anders kann, als sein Herz öffnen. Das ist wirklich, weil ich nicht wusste, einen riesen Knoten hatte, hast du den entknotet und auseinandergenommen und mir gesagt, jetzt machen wir das, jetzt das, jetzt das. Also das hat mir so viel geholfen. Und diese Homepage und alles, was dazugehört, ist ja eigentlich dir zu verdanken. Das muss man hier auch sagen. Ja, genau, was wollte ich eigentlich sagen? Wegen Probepaket. Ach ja, ja, ich habe ein Probepaket, das ich verschenke mit 6 Emotionsölen und dazu ein Workbook. Also man sagt diesem Buch eigentlich Workbook, weil du damit arbeiten kannst. Es beschreibt das Öl und dann hast du die Möglichkeit aufzuschreiben, was macht es mit dir, wie fühlst du dich gerade. Es hat dann auch Übungen dabei, wie eine Atemtechnik oder wie verwendest du dieses Öl. Und dann kannst du das einfach so eine Zeit lang testen und dann schauen, was möchtest du, wie geht es für dich weiter. Also möchtest du ein kostenloses Beratungsgespräch, dass wir uns mal persönlich sehen? Möchtest du mit diesen Ölen eine Streichung, also eine, es ist nicht eine Massage, es ist einfach eine Berührung mit ätherischen Ölen, die aber wirklich auf ganzheitlicher Ebene berührt. Also Geist, Seele und Körper werden da berührt. Du warst ja letztens bei mir und konntest, es ging irgendwie zu schnell, du wolltest noch bleiben, oder? Ja. Also wirklich, was da passiert, was mit diesen Ölen? Und das biete ich dir einfach dann wirklich an und dann schauen wir weiter, wie geht es für dich weiter? Was ist dein Weg, wo kann ich dich unterstützen, dass du eben diese authentische Freiheit kommen kannst. Das ist mein Herzenswunsch und mein Ziel, diese authentische Freiheit und dass sich jeder geliebt fühlt und wichtig fühlt und egal wie er ist, egal, es geht nicht um Leistung, es geht gar nicht darum, sondern das Selbst, das von Gott erschaffen wurde, das ist liebenswert und wundervoll.
Und das müssen die Menschen wieder zurückbekommen. Ja. Ich finde es so schön, eben diese authentische Freiheit, wo ich finde, das verstehen immer noch viel zu wenige. Und da waren wir ja das Paradebeispiel, gell? Wo wir uns gegenseitig ein bisschen gespiegelt haben, so ein bisschen beide eigentlich sehr authentisch, aber wir haben uns da ja irgendwie mit ein bisschen nicht Vorurteile, aber halt, wir haben uns nicht gekannt und da dachten wir beide, Fassade, was wir eigentlich gar nicht sind. Und ich finde es wirklich das Paradebeispiel. Also wir sind so authentische Menschen und wenn man sich authentisch zeigt und so ist, wie man wirklich ist, dann mag man die Menschen auch. Mhm. Und dieses eine Fassade zeigen wollen und oh, ich darf nirgends anecken, das ist genau der falsche Weg. Und das ist eigentlich schon krass, dass wir Menschen das immer wieder tun, weil die Angst haben, abgelehnt zu werden, was ja völlig Blödsinn ist. Weil so, wenn man uns, je besser man uns kennt, desto mehr wertschätzt man diesen Menschen, desto mehr mag man diesen Menschen. Ja, man spürt einfach auch, okay, die ist völlig authentisch mit allen Schwächen und Fehlern und steht voll dazu, dann kann ich ja auch authentisch sein. Dann kann ich auch mal mit einem blöden Spruch kommen, muss nicht immer schauen, was sage ich denn, wie verhalte ich mich, wie sitze ich da, was ist ein zu viel, was ist ein zu wenig, sondern einfach sein, wie du bist. Das kennen viele gar nicht mehr. Und das ist ja dieser emotionale Stress. Wenn du immer das Gefühl hast, gefallen zu müssen, und das machen wir ja aus der Angst von der Ablehnung, aus der Verlassenheitsangst. Also das ist so eine Urangst in uns. Und da eben wieder dieses authentische Selbst zu kitzeln und zu wecken, dass das Überhand nimmt, dass wir das proklamieren können in jedem Lebensbereich. Und ich habe einfach auch die Erfahrung gemacht, dann kommen die echten Freunde. Dann kommt wirklich das echte Leben. Das sich friedlich anfühlt. Und auch wenn es mal nicht friedlich ist, das darf es sein. Man darf dann das zulassen, dass es einfach einem gerade schlecht geht. Und nicht alles ist dann Friede, Freude, Eierkuchen. Eben nicht. Das macht eben wahres Glück und wahren Frieden gar nicht aus. Das ist viel mehr. Das ist ganz, ganz tief im Inneren, im Herzen verborgen, gell? Mhm. Und dann kann wirklich das Äußere, die Umstände oder auch die Menschen, die kommen da nicht hin. Das hast du mit deinem Göttlichen kreiert. Und die Selbstliebe, gell, wo man immer sagt, wo diese Selbstliebe ist eben nicht in den Spiegel schauen, oh, ich liebe mich für mein Sein, sondern es ist wirklich ein Gefühl, ein tiefes Gefühl und vor allem eben auch für seinen Weg, wo man merkt, hey, deswegen existiere ich, das ist meine Aufgabe in dieser Welt. Das gibt einem so eine krasse Selbstliebe, gell? Ja, und das ist nur das ist das Echte, sage ich mal. Alles andere ist so entweder gekauft, oder weißt du, an Materielles gekauft oder irgendwie erkämpft. Aber da gibt es was in dir, das schon da ist, das aber immer schweigen muss und als unpassend angeschaut wird oder zu wenig gut. Und das entsteht ja auch, weil wir so oft vergleichen. Also, wie macht sie es? Und sie hat das und ich habe das nicht. Und dann entsteht eine Unzufriedenheit. Und dieses Selbst in unserem tiefsten Kern wird wieder verletzt, weil wir sagen ihm ja indirekt, du bist nicht gut genug. Schau mal, was sie erreicht hat, schau mal sie. Und da lösen wir uns wieder von unserem authentischen Ich, oder? Mhm. Und das Ziel ist einfach, dass wir immer wieder zu diesem Kern zurückgehen und das immer wieder streicheln und küssen. Und manchmal nehme ich diesen Diamant, ich stelle mir vor, ich habe da so einen leuchtenden Diamant in meinem Herz eingebettet und das ist mein wahres Selbst. Und manchmal nehme ich das so, schaue es so an und sage einfach, du bist wundervoll mit all deinen Ecken und Kanten und ich sage ihm einfach Gutes zu, ich spreche ihm auch einfach alles zu, was Gott mir zuspricht, was er für mich getan hat, was ich durch ihn sein darf. Und dann lege ich das wieder rein und kann wieder leuchten. Mhm. Das muss niemand für mich machen. Kein Mensch oder keinen Umstand. Das können wir wirklich selbst kreieren, ja. Mhm. Schönes Ritual, ja. Mhm.
Ja, und auch diese Lebensfreude, eben, du hast ganz am Anfang gesagt, du wärst, was hast du für ein Wort benutzt? Eben, du bist so flippig oder was? Was hast du für ein Wort? Ja, ja. Ja? Und das ist ja Lebensfreude. Also du hast ja eigentlich deine Lebensfreude unterdrückt. Ja. Dieses kindliche Sein, was wir alle in uns haben. Und ich denke, das ist auch eine große Botschaft, dass wir einfach wieder Kind sein dürfen. Mhm. Gell? Mega. Also ich bin wirklich die, die auf den Spielplätzen spielt. Und an den Ringen hängt und die Rutschbahn und die Schaukel und das bin ich einfach. Oder tanzen durch die Wohnung geht und ja, und das darf jetzt einfach sein. Und ich habe wirklich auch akzeptiert, dass sich Menschen von mir lösen, weil sie damit nicht umgehen können. Und das darf auch sein. Ich habe gemerkt, je authentischer ich bin, desto mehr kann ich gar nicht mehr anderen gefallen, allen gefallen. Es geht gar nicht, weil wir sind ja alle so verschieden. Und wenn ich nicht authentisch bin, dann mache ich mich ja passend für alle. Jeder mag mich, alle wollen mit mir sein. Ja, aber je authentischer ich bin, desto mehr gibt es auch Menschen, die sich abwenden, weil es ein zu viel ist für sie. Weißt du, es kann auch abschrecken, weil... Aber das ist ja positiv, weil du spiegelst ja. Du spiegelst quasi und gibst den Menschen die Chance, dass sie selber auch authentisch werden. Ich sage immer, wenn du dein inneres Licht unterdrückst, dann geizst du eigentlich mit deiner Kraft. Hingegen, wenn du dein Licht entfachst, gibst du die Möglichkeit den anderen, dass sie das auch machen können. Das ist auch das, was mir die Menschen sagen, die mit mir Zeit verbringen. Wenn ich mit dir bin, dann fühle ich diese Freiheit, ich fühle dieses Licht. Ich weiß, ich kann sein, wie ich bin. Ich weiß, es bleibt bei dir, wenn ich dir was sage. Und ich sage nichts Falsches, es ist einfach für dich okay. Ich urteile auch nicht. Für mich hat ein Mensch, der auf der Straße lebt und sein Leben in unseren Augen nie im Griff bekommen hat, einen genau gleichen Stellenwert wie ein Top-Manager, der für die Welt vieles im Griff hat. Weißt du, wie ich meine? Dieses äußerliche Schubladisieren, der hat das im Griff. Oder so. Im Grundkern haben wir denselben Wert. Mhm. Und dieser Mann auf der Straße, der es nicht im Griff hat, schreit auch nach Liebe und Anerkennung und wurde nicht gesehen, hat sich selbst nicht gesehen. Und diesen Menschen dieses Leuchten zurückzugeben, sie sehen und eben wie du sagst, sie spiegeln, dass sie in mir auch sehen können, wow, ich habe auch ein Licht, ich bin auch jemand, ich bin wertvoll, wertgeschätzt und wichtig. Das ist die Hauptberufung, die ich fühle und die ich leben möchte, ja. Ah, schön, sehr schön. Ja, und vor allem, man darf sich immer wie mehr für alle öffnen. Einfach mal hinter die Fassade sehen, gell? Und nicht einfach, nur weil man ein optisches Bild hat, gleich schubladisieren und denken, diese Person ist jetzt so. Nein, man muss hinter die Fassade sehen und die Seele des Menschen sehen. Das ist so wichtig. Ich glaube, da dürfen wir noch sehr viel lernen, wir Menschen. Ja. Wenn man dir folgen möchte, wo kann man das tun? Oh. Also ich werde natürlich die Links hier unten dran alles verlinken. Aber wo bist du am meisten unterwegs? Auf Instagram, Facebook? Instagram, Facebook, Telegram habe ich auch einen Kanal. Mhm. Aber hauptsächlich wird wichtig im neuen Jahr die Homepage. Weil da werde ich mit dir zusammen einen Mitgliederbereich aufbauen, eben mit verschiedenen Themen, wie du dein Herz heilen kannst, wie du eben diesen Diamant finden kannst. Natürlich fließe ich da dieses Göttliche mit ein, aber das kann man einfach nicht ausschließen, wenn man mit ätherischen Ölen arbeitet. Und ich lasse auch die ätherischen Öle mit einfließen. Also am wichtigsten, würde ich sagen, ist wirklich die Homepage, also vor allem ab dem neuen Jahr, aber so einfach für Tipps und Tricks auf Instagram oder Facebook, Telegram. Obwohl ich da eher Tipps gebe im Umgang mit den ätherischen Ölen. Also was kannst du alles damit machen?
Also Do-it-yourself-Ideen oder sonstige Ideen, was kannst du mit diesen ätherischen Ölen machen? Wenn du deinen authentischen Weg suchen möchtest, finden möchtest, Heilung möchtest für diverse Bereiche, dann eher persönlich kontaktieren über die Homepage, weil da werde ich das so aufbauen. Ja, eigentlich alle Kanäle am besten abonnieren, gell? Alles wichtig. Vor allem der Newsletter. Der Newsletter finde ich ja, genau. Sehr viele Infos, gell? Und vor allem eben das Probepaket, was wir gesagt haben, das findet man ja auch bei dir auf der Homepage. Und ich finde es schön, dass du das kostenlos gibst, das Probepaket mit dem Workbook. Also das sollte sich wirklich jeder mal herunterladen. Mal sich genau. Tut ja niemandem weh. Ja, genau. Kann nur besser werden. Ja. Ja. Möchtest du noch irgendetwas sagen, irgendwie eine weise Botschaft an die Menschen, irgendetwas, was wir noch vergessen haben vielleicht? Oh. Ja, ich möchte euch einfach sagen, ihr seid geliebt, wundervoll. Und ja, wir möchten euch sehr gerne unterstützen, diesen Diamant, diesen Kern wieder zu entdecken und zu lieben. Und ihr seid wundervoll. Genau. Das kann man nicht. Nur, ja. Muss man so viel wie möglich hören, dieses Wundervoll. Ist richtig einsaugen, gell? Genau. Ja. Ja, vielen Dank. Muss man noch was ergänzen oder denkst du, haben wir alles gesagt? Ich denke, wir haben alles gesagt. Vielen herzlichen Dank für deine Offenheit, für deine wundervollen Worte, für dein Sein, für das ein authentisches Sein. Ja, danke, dass es dich gibt. Und danke für deine Freundschaft, wollte ich auch mal sagen. Danke dir auch von Herzen für all die Möglichkeiten, die du gibst. Und auch danke für deine Freundschaft. Ja. Die tiefe Freundschaft, die da entstanden ist, gell? Dankeschön. Danke dir. Sicher hast auch du eine Heldengeschichte und viele Erfahrungen gesammelt, die der Welt helfen könnten. Auch wenn du das nicht zu deinem Beruf gemacht hast, bin ich sicher, dass du damit sehr vielen Menschen helfen könntest. Deshalb werde auch du ein Teil der Heldengeschichte und kontaktiere mich. Ich freue mich, dich kennenzulernen.